Und damit willkommen zurück zu der zweiten Folge von Alien Isolation. Bisher bin ich noch frohen Mutes, weil noch nichts Schlimmes passiert ist, was mich irgendwie hätte umbringen können. So, umgezogen. Ich sehe auch, jetzt haben wir wieder unsere normale Kleidung. Kann man jetzt sehen, können Sie mal speichern. Wir speichern erstmal. Sprinten kann man also auch, das ist schon mal gut. Wenn sich das alles ein bisschen heilig hat, das mit dem Mikrofon und dem Raum hier, dann muss ich noch ein bisschen was ändern. Dann ist das in Zukunft auch nicht mehr so heilig. Ich will wieder zurück. Nein, nein, ich gehe da nicht rein. Lass mich in Ruhe. Gibt es da wieder Taschenlampe oder so? Achso, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Top. Die Dings und rechts läuft die so komisch. Das gefällt mir nicht. Hier brennt es. Verdammt! Hier. Naja, wird schon richtig sein. Ja, natürlich geht das richtig. Tastenbelegung. Ducken machen wir jetzt mal auf. Achso. Nein. Ach, spähen. Taschenlampe F. Ja. Gut. Also das Spähen jetzt, wenn ich praktisch hier stehe. Okay. Das wird wahrscheinlich bei irgendeiner Gelegenheit wird sich das dann natürlich machen. Aber wahrscheinlich können wir ja hinter die Zähne. Naja, wir greifen aufs Tablet jetzt. Ich werde hier im Einzelnen über den jeweiligen Vertrag eure Position speichern. Ah, okay. Scheiße! Was haben wir da? Was haben wir da? Verflucht nochmal! Eine Leuchtfackel. Das wird helfen. Ah. Die Frage ist, wie lange hält das? Dann geht's nicht weiter.
die wieder aufheben eigentlich? Scheiße. Wir gehen da jetzt hoch. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach hoch. Ein Impfstoff. Das geht mir auf den Sack. Schrott. Hallo? Ist da wer? Oh Mann, ich will das nicht tun. Hört ihr auch die ganze Zeit? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Was ist das hier? Achso. Funktioniert das jetzt oder nicht? Privat, unsere Sachen umgelagert. Longy, falls sie unsere Sachen sucht. Ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in eine Lagerräume versteckt. Sie sollten ihn finden. Der Code ist 034. Warte mal, den schreibe ich mir lieber mal auf. Code 0340 Lagerraum. Den werden wir irgendwann noch brauchen. Wir haben außerdem keine Medizin mehr, das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay, Zuhörer. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Das haben wir gemacht. So. Vor. Hier rennt doch irgendwo. Ah, ne. Schnell raus hier! Hä? Hey, Leute! Leute, verarscht mich nicht! Hey! Hey! Was soll das? Ey, die verarschen mich doch! Auf jeden Fall nicht allein auf diesem Schiff. Oder Knotenpunkt. Aber wieso könnten die da durch und. Ich wieder nicht, das ist doch unfair. Was haben die, was ich nicht hab? Was zur Hölle ist hier passiert? Das weiß niemand so genau.
gehe jetzt einfach mal hier hoch. Schlechter Scherz. Ach Leute, kommt schon. Ziemlich schnell gemobbt von dem Spiel. Was haben wir hier? Strom. Strom ist immer gut. Oh gut, das ist ja noch eine zweite. Hier turnt irgendwas rum. Ich weiß bloß noch nicht was. Und ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Herr Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Sorry, dass ich immer so viel abspeichere. Sicherheitssicher. Ich öffne jetzt einfach mal den Schacht und springe da jetzt rein. Geht's hier irgendwie weiter? Das sind doch Schritte, oder? So wie bei den Outlast, so würde ich es eigentlich haben. Ich glaube, das ist positiv. Wenn ich jetzt hier rauskomme. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Was muss ich eigentlich machen? Kontaktieren Sie die Torrents, es ist da, ne? Hier fällt alles auseinander. Kann ich hier springen, kann ich schon mal nicht. Irgendwie weiter? Anscheinend nicht. Also ja. Gibt mir das Spiel zumindest keine weitere Möglichkeit weiter zu gehen. Weil dadurch, dass ich echt nicht springen kann. Wir gehen mal wieder zurück. Obwohl von hier kam ich ja, ne? Oder? Also von
kam ich. Hier geht es nicht weiter, hier auch nicht. Dann gehen wir hier lang. Ich bezweifle, dass ich einfach durch den Haupteingang wieder zurück kann. Das können wir ausprobieren. Ich muss wohl in dieser Haupthalle da wieder, wo dieses Modell war. Da muss ich mal nicht hin. Sehen tut man jetzt hier nicht. Viel. Hier die Türen gehen wahrscheinlich nicht auf. Tür verschlossen, das wäre so die optimale, ne? Ionenschneider benötigt. Oh, jetzt brauchen wir noch einen Ionenschneider. Wieder zurück. Das ergibt für mich keinen Sinn. Oh Gott! Ich dachte nicht, dass man da Schaden kriegt, ey. Kacke. Ich bin gerade erschrocken. Da hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also laut der Anzeige ist hier irgendwie was. Vielleicht die andere Tür hinten durch, damit wir bei den Strom angestellt haben, so dass ich die Tür durchkomme. Die leuchtet ja noch gut. Von hier kamen wir, hier müssen wir nicht wieder zurück, das ist ja Schwachsinn. Die Tür geht das gar nicht auf. Und wir müssen ja irgendwie hinten weiter. Ich mich gerade erschreckt mit diesem scheiß Kabel, ey. Das ist fies. Ich hab mich damit gerechnet, dass ich wieder Schaden kriege. Was los? Hinzu kommt auch wieder auf. Da kann man hier irgendwie noch weiter, das wird mir die Tür auch so. Nicht irgendwie drunter klettern oder so. Ne? Ja. Die Tür ist ja nicht umsonst aufgegangen da. Hier ist ja nichts anderes als der scheiß Schacht, also ab in den Schacht. Da kommen wir nicht weiter, also können wir hier nur lang gehen. Hier irgendwie das Aufscheißen in den Ohren legt. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Und da geht's nicht weiter. Da muss man nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Da muss man nicht weiter. Ja, dann machen wir hier auch nicht. Dann ist die Tür wieder in der Hand. Die Tür ist so. Echt jetzt? Oh Mann.
Nein, sie muss wieder husten. Lass mich in Ruhe, geh weg. Da ist irgendwas weggekrochen. Also, es sah aus wie so ein Tier. Was ist der Fackel? Die Fackel kann mich jetzt nicht entstichen. Mal so ein Speicherpunkt oder sowas. Ey, was war das für ein scheiß Vieh, Mann? Ja, das war... Dem sie geht's wohl nicht. Das ist deine Waffe. Hier geht's nicht weiter. Speicherpunkt. Okay. Man kann sich also verstecken. Ich speichere erstmal das Spiel und sehe, dass die Aufnahme schon wieder soweit ist, um für heute hier Schluss zu machen. In der nächsten Folge gehen wir dann dadurch. Also, haltet die Ohren steif, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.